Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner großen Liebe. Ich bin Isis. Ihr seid so reich beschenkt, geliebte Seelen. Wie oft vergesst ihr all das Gute, was ihr zur Verfügung habt, was bereit ist für euch. In diesen Tagen feiert ihr sehr kommerzielle Feste, wie ihr es nennt, Muttertag und Vatertag. Für viele hat das nicht eine wirklich tiefe Bedeutung. Doch die Symbole, die in Zusammenhang zum Beispiel mit diesen Tagen verwendet werden, schwingen sehr hoch. Wie viele Herzen gehen von Tür zu Tür? Betrachtet einfach nur einmal das Symbol und was damit verbunden wird. Das Herz ist immer ein Synonym für Liebe, ein Symbol für Liebe. Das rote Herz bedeutet immer etwas sehr, sehr Positives für euch Menschen. Und das ist es auch wahrlich. Doch es ist sehr viel mehr als einfach nur ein Symbol für Liebe zwischen Menschen. Es ist in der Tat das Zentrum der Liebe. Es ist in der Tat das Zentrum des Universums. Denn euer Universum ist nichts anderes als Liebe. So befindet ihr euch im Universum der Liebe und sucht nach der Liebe im Außen. Das Herz ist immer Symbol des Zentrums. So sagt ihr oft auch in eurer Sprache, diese Stadt befindet sich im Herzen eines Landes. Und mit der Aussage im Herzen meint ihr stets die Mitte. Und die Mitte ist immer die Balance. Die Mitte vereinigt immer beides, männlich und weiblich. Und die männliche und weibliche Energie ist in der Tat die erste niedrigere Schwingung, so könnte man es formulieren, die die Einheit auflöst. Die erste Stufe einer etwas dichteren Form als die hohe Schwingung des All-Einen ist die Aufteilung der Ausdruck des Göttlichen in männlicher und weiblicher Energie. Und so schaut euch einmal das Symbol des Herzens an. Es lehnt sich aneinander und verbindet sich am unteren Punkt. So ist die Einheit immer noch gegeben. Doch männlich und weiblich sind im Gleichgewicht und gleichberechtigt nebeneinander aufgerichtet. Und das ist Balance. Das ist vollkommene Balance. Das Herz ist der Ausdruck dessen, dass die göttliche Energie sich in der Materie manifestiert hat. Und im Herzen befindet sich das gesamte Universum, umhüllt in die göttliche, bedingungslose Liebe. Und alles im Herzen ist im Ausgleich, ist in perfekter Balance. Verbindet euch einmal mit der Aussage, mit der Bedeutung dieses Symbols. Bekommt es nicht eine vollkommen andere Bedeutung? So ihr jemandem ein Herz malt oder überreicht, so bedeutet es immer vollkommene Balance, vollkommener Schutz, vollendete Harmonie. Und das ist wahrlich eine sehr, sehr hohe Schwingung. Und ein Symbol hat immer eine Wirkung. Wenn ihr euch mit diesem Symbol, in diesem Bewusstsein umgebt, so habt ihr eine Stimmgabel für Balance, so habt ihr eine Stimmgabel für Harmonie,
so habt ihr eine Stimmgabel für bedingungslose Liebe, für Vollendung. Denn das Herz, die Spitze unten, zeigt euch stets den Weg nach oben und das Oben trifft sich unten. Es ist sehr gut, wie oft das Herz Abdruck findet auf eurem Planeten. In Form von Steinen, die sich so materialisieren. Auf T-Shirts, auf Karten, auf Bildern. Überall findet ihr dieses Symbol. Und es hat wahrlich eine solche Kraft, geliebte Seelen. Ausgefüllt mit der Farbe Rot, hat es wahrlich seine ursprüngliche Bedeutung. Denn das Feuer des Lebens, die ursprüngliche Kraft, erfüllt das Herz mit Leben und gibt ihm eine unglaublich kraftvolle Energie. So umgebt euch mit diesem Symbol, geliebte Seelen. Wendet es bewusst an. Beobachte dich einmal, wann immer du ein Herz gesendet bekommst oder auf dieses Symbol schaust oder es von jemandem geschenkt bekommst. Es zaubert immer ein Lächeln. Es ist wahrlich die Materialisation der göttlichen, bedingungslosen, vollendeten Liebe. Und nichts, geliebte Seelen, schwingt höher als die Liebe. Ich habe euch vor einiger Zeit schon einmal über diesen Kanal eine Meditation gegeben über das Herz der Dinge. Gerne will ich sie euch heute noch einmal ans Herz legen, wichtig machen, euch noch einmal die Bedeutung des Ganzen zeigen. So nimm einmal das, was dir im Moment wichtig ist, ob es etwas Freudvolles ist oder ob es etwas Kummervolles ist, ist ganz gleich. Nimm es und atme es in dein Herz und lege deine Hände auf dein Herz. Als Zeichen, dass du dieses Anliegen nun honorierst. Und nun atme dein Anliegen weit hinauf bis zum höchsten Punkt im Universum. Und mit dem Einatmen ziehe dein Anliegen wieder zurück in dein Herz. Und damit versorgst du dein Anliegen mit dem Element Luft. Atme es gleichermaßen hinunter in den tiefsten Punkt der Erde und wieder mit dem Einatmen zurück in dein Herz. Damit versorgst du dein Anliegen mit dem Element Erde. Nun atme es über deinen Kopf hinaus, so weit du kannst, in einem Bogen nach links und wieder zurück in dein Herz. Damit versorgst du dein Anliegen mit dem Element Wasser. Atme es nun, soweit du kannst, in einem Bogen nach rechts und wieder zurück in dein Herz. Damit versorgst du dein Anliegen mit dem Element Feuer. Nimm nun wahr, wie eine Säule von der Quelle durch dich hindurchfließt und sich in der Erde verankert durch dein Herz. Und auch, wie auch immer du es nennen magst, den großen Geist, das große Ganze, die göttliche Quelle, die vollendete bedingungslose Liebe, visualisiere nun deine Säule als Herzform. Und wie ein gleißend weißes Licht diese Säule flutet mit dem fünften Element, dem Geist. Und nun dein Anliegen reinigt und erhält
oder erhöht, was immer notwendig ist. Das, geliebte Seele, ist das Herz der Dinge, das Zentrum allen Seins, das Zentrum einer jeden Schöpfung, für welches Anliegen auch immer. So erschaffst du in dir, gemeinsam mit der Kraft der Elemente und dem fünften Element, eine neue Form. Du erschaffst das Herz der Dinge und damit erhöhst du das große Ganze. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Basis für jede Manifestation, für jede Transformation. Denn alles beginnt und endet in der Liebe, denn alles ist Liebe und das ist die wahre Bedeutung dieses Symbols. Es ist die göttliche, bedingungslose Liebe, die sich auf der Erde in ihrer höchsten Form materialisiert. Und dieses Symbol enthält die Kraft dieser Elemente, die Grundlage für jede Manifestation auf der physischen Ebene sind. Die Liebe kommt zu dir, denn du bist die Liebe und du erlaubst der Liebe Platz zu nehmen. Und das ist es, was geschieht, wenn ihr euch mit diesem Symbol umgebt. Es ist die Liebe in vollendeter Harmonie, makellos, geliebte Seelen, im Ausgleich. Und darum geht es. Alles, was nicht vollkommen ist, ist nicht im Ausgleich, ist nicht in Balance, ist nicht in Harmonie. Und sobald ihr euch mit dem Symbol eines Herzens umgebt, habt ihr eine Stimmgabel, um die Disbalance in die Balance zu bringen. So umgebt euch mit dieser Schwingung. Geliebte Seelen, umgebt euch damit. Setzt es bewusst für euch selbst ein und für die Menschen, die euch am Herzen liegen, geliebte Seele. Ich hülle euch mit meiner bedingungslosen Liebe in mein Herz. Und so du es erlaubst, will ich jedes Herz, das dir begegnet, oder dass du in den Kosmos weitergibst, mit meiner Liebe ausfüllen. Ich bin Isis und solange das Licht währt, bist du unendlich geliebt. Und solange das Licht währt, bin ich stets im Herz aller Dinge, um es zu erhöhen und mit meiner Liebe zu durchfluten. Und das Licht, es währt ewig. Namaste. Seid gesegnet.